Und das Dritte muss sein, dass wir mit dem Kapital anders umgehen. Wir haben einen Kapitalbegriff heute, der so missbraucht ist und so missbraucht ist. Da brauche ich, glaube ich, nichts darüber zu sagen. Das wissen Sie alle selbst, dass wir da in die falsche Richtung gelaufen sind. Dann komme ich vielleicht kurz zur Krise. Ich habe neulich jemanden getroffen, der hat zu mir gesagt, du musst die Krise lieben. Er hat mich auch beschäftigt und gesagt, das ist gar nicht so einfach. Nicht so einfach, weil sie bringt einen ganz ordentlich auf Trab. Aber da ist, glaube ich, was Wichtiges drin. Wenn wir Entwicklung haben wollen, auch im Rahmen dieser Grundgesetze, die ich gesagt habe, dann muss es irgendwo einen Treiber geben. Und dieses Handeln aus Einsicht, das ist, glaube ich, wichtig. Das wäre zu ideal. Aber es ist so, dass wir doch ein bisschen getrieben sind im Leben. Und es gibt einen großen Treiber, der heißt Not. Und es gibt einen zweiten, der heißt Wagnis. Den Begriff Wagnis, das finde ich so interessant, den haben wir fast aussortiert. Heute heißt es Risk Management. Und da geht es eigentlich darum, dass das Wagnis nicht eingegangen wird, sondern dass ich das möglichst auf andere übertrage, das Wagnis. Und diese beiden Treiber, die entsprechen sich eigentlich. Das Wagnis ist eigentlich freiwillige Not. Und die Not ist aufgezwungenes Wagnis. Und beides macht erfinderisch. Beides macht erfinderisch und beides macht kreativ. Und diese Treiber, die brauchen wir eigentlich irgendwie. Entweder sozusagen freiwillig oder aufgezwungen. Und wenn wir jetzt auf die Entwicklung schauen, dann kann man sagen, ja, wir sind ja, wir sagen immer, wir wachsen in der Wirtschaft. Das ist nicht richtig. Wir wuchern. Also wenn ich das Bild aus der Natur nehme und in der Bionik versuchen wir immer, die Bilder aus der Natur auf Organismen, auf Technik zu übertragen. Wir sollten mal das Bild des Wachstums übertragen, was wir in der Natur geboten bekommen, auf unsere Entwicklung, auch im Unternehmen. Und das heißt eben auch stirb und werden. Das heißt nicht immer bergauf, sondern das heißt Zäsuren. Und liebe Gott hat mal so schön gesagt, Wachstum ist ein unregelmäßiger Prozess. Ja, der hat gesagt, ein anderes Wort hat er gesagt. Also egal. Ein unregelmäßiger Prozess von Multiplikation und Metamorphose. Und jetzt haben wir viel Multiplikation hinter uns. Und eigentlich ist es jetzt Zeit, dass wir eine Metamorphose kriegen. Und da schließe ich dann jetzt wieder an der Stelle, nachdem ich darauf aufmerksam gemacht habe, was da jetzt vielleicht auf uns zukommt, eine Metamorphosenzeit. Das ist auch eine Ruhezeit, das ist auch eine Zeit, in der es meist nicht ganz ohne Schmerz abgeht. Gibt es eine Möglichkeit, die uns im Leben hilft? Und die hat mein Vater in einen ganz einfachen Spruch gefasst, mit dem er mich auch dauernd geärgert hat. Jung mach's gern, machen musst es doch. Also liebst die Krise.